Hallihallo, ja, ich sehe jetzt gerade, hier gibt es den Weihnachtsmarkt Rossmarkt. Den kenne ich noch gar nicht. Laufen wir den mal durch. Also habe ich doch mich getäuscht. Es gibt 4 Märkte. Hier haben wir noch ein kleines. Naja. Attraktion für die Kiddies. Da fahren sie richtige Autos, natürlich auf Schiene. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob ich letztes Jahr hier durchgelaufen bin, aber möglich schon. Schokowerkstatt. Die kriegst du wohl Schokofrüchte. Aber die sind jedes Jahr auch bei uns gewesen, diese Schokowerkstätte. Und naja, damit kann man nicht gut arbeiten, höchstens kalorienmäßig an sich arbeiten. Hole Bäuschen. Ja, den Weihnachtsmarkt kenne ich gar nicht. Irgendwie habe ich ihn 2019 übersehen. Oder ist das ein neues Konzept? Aber ich denke eher, dass ich das erste war. Hier ist es auch vorwiegend Esswaren. Man sich auf jeden Fall kalorienreich eindecken. Ja, was zum Futtern. Ausgenommen jetzt hier das Riesenrad. Naja, wenn ich mich jetzt reinsetzen würde, würde wahrscheinlich das Ding sich nicht drehen und unten bleiben. Lustig, kleine Holzhütten. Und auch wieder eine hübsche Krippe. Ho, 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 Santa Barbara. Wenn es unser Center gäbe, würde sich wohl auch hier die Hucke vollhauen. Allerdings nicht mit der Route, sondern mit dem Becher. Im Hintergrund hört man wieder einen Mann schreien. Kartoffelpuffer. Ein Randalist, naja gut, ich mein Ding. Ja.
Wildbratwurst. Also wenn ihr die Wurst esst, die zuckt und ruckt im Mund. Ist richtig wild beim Essen. So, das war der kleine Weihnachtsmarkt. Wie kippt man, dass der jetzt da hinten dazugehört? Das muss ja wahrscheinlich mit Sicherheit dazugehören hier. Omas Kräuterbonbon. Wie gesagt, ich habe nichts gegen Kräuterbonbons. Ich habe nur das Problem, dass diese Kräuterbonbons zu stark riechen, wenn sie dann so verschiedene Sorten haben, so 30, 40 Sorten, die dann durch die ganze Bude riechen. Und naja, ich habe eine freie Nase danach. Hier haben wir auch so ein kleines Kinderspielzeug. Schienen geführt. Dürfen sie mit den Autos fahren. Wie es schon heißt, elektrische Autos. Ne? Demnächst fahren wir alle nur noch so auf Schiene. Ich denke mal, dass jetzt der Weihnachtsmarkt hiermit zu Ende ist. Und zwar am Rossmarkt. Das ist jetzt die letzte Hütte. Beende mal jetzt und sage, das war's. Frankfurt 2023.